Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Dragon Quest Monsters. Ich habe beinahe den Namen des Spiels vergessen. Ja, im letzten Part haben wir leider gegen den Kampfrex verloren. Das war sehr, sehr schade, finde ich. Aber wir bereiten uns gerade sehr, sehr gut darauf vor, ihn das nächste Mal auseinanderzunehmen. Deswegen werden wir jetzt den Heum einfach mal paaren mit dem nächsten Weibchen. Mit Dubo werde ich dich paaren. Dadurch entsteht ein neuer Heilsel. Ja, ist doch egal. Da mach halt. Sehr schön. Nun erhalten wir einen neuen Heilslime, einen stärkeren Heilslime mit plus 3. Jetzt paare ich einfach nur noch sinnlos durch die Gegend, bis ich dann irgendwann mal einen guten Plus habe. Und dann baue ich mir aus diesem guten Plus, upsala, das wollte ich eigentlich nicht, baue ich mir aus diesem guten Plus gleich ein gutes Monster. Hallo Holm. Dich werde ich auch gleich Holm nennen. H-O-I-M. Oh yeah. Nein, ich will dich nicht gleich mitnehmen. So, sonst habe ich also nur noch Bobo. Bobo mache ich mal mit Coco. Ein Skelgone. Skelgone. Fuck, stimmt, die gibt's ja auch noch. Fuck, stimmt, aus zwei Knechten würde erstmal ein Skelgone. Aus zwei Skelgone wird dann ein Skelglader. Oh Gott, das würde nie was, so wie ich mir das vorgestellt habe. Um Gottes Willen. Eine Giftechse. Da nehme ich mir dann noch lieber den Skelgone. Es sei denn, was kommt hier raus? Ein Zombies, der Hund. Oder dieser Wolf da. Will ich nicht haben. Ich mag keine Hunde. Ein Känguru! Yeah, ich liebe Kängurus. Her damit. Kängurus mag ich. Die sind coole Viecher. Das sind sehr, sehr coole Tiere. Kängurus. Finde ich absolut faszinierend, die Viecher. Gut. Sind leise vorgegangen. Ja, haben sich leise verpisst. Denen war hier zu viel los. Ja, brüt's mal aus. Wieso verlangst du dafür irgendwie so viel Geld? Du legst es da hinten nur auf diesen Podest. Du legst das Ei nur auf den Podest. Und da schlupfst es aus. Wie nenne ich dich denn? Ich nenne dich Hupf. Ich nenne dich einfach mal Hupf. Willst du Hupf gleich mitnehmen? Nein. Na, ich werde es zum Hof schicken. Willst du? Aber nein, ich habe kein Ei. Gut. Ich kann euch dann gleich mal zeigen, wie mein lieber Grizzly abgehen wird. Den ich einfach liebevoll BAM genannt habe. Denn, oh yeah, er wird einfach nur noch abgehen. Ich sag's euch, der wird nur noch BAM machen. Da kann man nichts anderes mehr schreien als BAM. So. Fail, was hast du denn? 46 Angriff. Das ist doch schon mal ordentlich was. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Ja, da kann natürlich der Holm nicht mithalten. Den will ich auch gar nicht im Team. Da kann auch das Känguru nicht mithalten. Gut. Aber sonst habe ich ja kein so starkes Weibchen mehr. Gut. Fail, okay, du kannst mit. Dann schauen wir uns mal die Werte an, oder? 32 Angriff hat der Grizzly nur. Okay, ich habe jetzt mehr erwartet. Ich habe mehr erwartet als 32, da ein Grizzly sonst richtig extrem abgeht. Also, ja. Normalerweise ist ein Grizzly das, wenn ich ihn, ach halt, ich kann ja gleich mal nachschauen, was das höchste Level ist von denen jeweils. Es sagt uns nämlich hier diese Vampir. Hier ist der Monster auf links, blablabla, da sind die Monster, die hier, blablabla. Hä, sagst du mir sonst nicht mal, was das Maximallevel ist? Egal. Was sind da unten nochmal? Waterbo! Ham ham.
Ich wohne hier schon seit einiger Zeit, daher weiß ich viele Sachen, zum Beispiel ein Monster mit hoher Pluszahl hat einen höheren Maximallevel, das sollte man unbedingt wissen. Oh mein Gott, wie unglaublich spannend. Die Eigenschaften der Monster beeinflussen ihre Kampfart. Es kommt vor, dass sie daher einen Plan ignorieren. Willst du wissen, wie man die Eigenschaften ändert? Nein, ich weiß es. Schade, es hat aber Vorteile. Ja, ich weiß aber, wie das geht. Wer weckt uns? Der Kampfrex kann den Dämonenhieb anwenden. Ach ja, und Metakill. Diese Monster wird schnell wütend. Ich bin müde, lassen Sie schlafen gehen. Ja, tu das. Hallo Slime King. Eine Technik entwickelt sich zum Beispiel wird Leben zu Mega-Leben, aber dafür muss man einige Bedingungen erfüllen, zum Beispiel, dass man einen bestimmten Level MP und so weiter erreicht. Aus Leben wird Mega-Leben, wenn du den 20 plus x-ten Level... Was? 10 plus... was? Wenn du den 20 plus x-ten Level 100 plus x-ten MP und 100 plus x-init erreichst. Alles klar. Genau. Das bedeutet im Endeffekt so viel, je stärker meine Monster sind, desto früher lernen sie ihre Sachen. Denn mit einem höheren Plus bekommen sie natürlich viel mehr Punkte bei einem Levelaufstieg und erreichen somit viel schneller diese Erwartung, diese Bedingung. So, und jetzt würde ich aber mal sagen... Ich habe noch ein Kraut dabei. Ich gehe nochmal kurz einkaufen. Ja, liebes Gamepad, mach doch mal bitte das, was ich will, oder ich spiele demnächst echt auf der Tastatur. Ja, jetzt geht's wieder. Gut. Und zwar werde ich jetzt kurz mal einkaufen gehen. Ich brauche ein paar Heilsachen. Denn ihr habt ja gesehen, dass der Boss ziemlich abgeht. Hier ist der Laden. Ja, ich bin irgendwer. Ich habe einen Heiltrank, da kaufe ich mir mal 5. So, danke. Ich will mal... Nein, ist nicht okay. Ich will mal 3 Antidot. Und dann, schinken. Dann kaufen wir mal noch einen Teleport. Ja, die Feder sollte ich mir vielleicht mal kaufen. Die Feder, stimmt. Die gibt's ja auch noch. Die habe ich ja ganz vergessen. Gut, was macht die Feder? Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir das Level betreten. Die Feder ist was ziemlich cooles. Die sollte man sich eigentlich relativ bald immer kaufen, weil sie sehr praktisch ist. Es geht zwar auch ohne Feder alles, das hat man ja gemerkt, aber ja. Und zwar machen wir jetzt mal kurz auf den Weg. Und ihr werdet dann noch sehen, wie Grizzly abgehen wird, denn er wird, ich bin mir sicher, er wird einiges an Stärke bekommen. Grizzly wird noch ein richtig guter Kämpfer. So, dann schauen wir doch mal. Was jetzt cool wäre, wenn bei dem Kampfrex die ganzen Babys wieder da wären. Und zwar macht die Feder das hier. Ihr seht oben den Pfeil. Die Feder zeigt uns an, in welcher Richtung das nächste Loch liegt. Ziemlich praktisch. Düb, düb. Düb, düb. Liebe Feder, nach links oder nach rechts? Ich muss nach links. Antidot. Also, allen Anschein nach sollte ich jetzt hier nach unten, oder, liebe Feder? Ja. Hallo Loch. Ihr seht, mit der Feder geht das alles um einige schneller. Beere. Ich muss nach rechts. Dann will ich jetzt wohl wahrscheinlich nach oben, oder, liebe Feder? So, jetzt wird's mal Zeit. Bam! Ich habe ihn einfach nur noch Bam genannt. Das ist einfach nur noch ein geiler Name, weil er wird einfach nur noch Bam machen. Oh ja, er wird Bam machen. Ich bin mir sicher. Später dann. Oh, oh. Toll. Toll. Toll.
So, ich habe das absichtlich so schnell weggedruckt, damit ihr nicht seht, was Grizzly für Angriff dazu bekommen hat. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen, denn ich zeig's euch jetzt, es ist mir jetzt auch egal. Achtung! BAM! Ich sag's euch doch, der geht ab wie Schmidts Katze. Oh ja, Mann. Der liebe alte Grizzly. Ich sag's euch, ey, der wird jetzt halt abgehen, ey. Der wird stärker als mein Skytrak, das kann ich euch jetzt schon sagen. Der wird stärker als mein Skytrak. Der kriegt nämlich für ein Level-Up kriegt er schon mal 10 dazu. 10. Da doch, ich hab's ja. Was ich so mitbekommen habe, hat der sogar ab und zu 20 dazu bekommen. Also ja, so ein Grizzly ist extrem gefährlich. Gott, das ist toll, dass ich jetzt einen Grizzly hab. So, ich schaue es mir hier nach. Da ist nichts, okay. So. Aber ihr wisst ja, der Grizzly wird noch viele Level erreichen, bevor wir beim Boss sind. Also wird er auch noch viel Angriff dazu bekommen. Und dann darf sich der Boss erstmal warm anziehen. Oh Gott, nicht der Teil. Da bin ich jetzt. Ja, das ist nämlich der Teil, der ohne Feder, besser gesagt, wo die Feder nicht funktioniert. Ich hasse den Teil. Das ist nämlich ein Irrgarten. Gut, wir sind hier schon mal falsch gegangen. Dann gehen wir dieses Mal hier nach unten. Gott, ich hasse diesen Irrgarten, sage ich euch. Mal schauen. Gut, hier sind wir falsch. Dann können wir nur noch hier lang. Und zwar entweder hier lang. Okay, von da sind wir gekommen. Dann können wir nur noch hier lang. Da müsste hier das Loch sein. Jawohl. Was ist denn das? So, sollte vielleicht mal wieder ein Gegner kommen, damit mein Grizzly mal ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Oh, und natürlich die Motte auch. Gott, der Rocket ist einfach nur noch geil. Monster, bitte. Wo ist eigentlich das Loch? Oh, ich gehe in die genau falsche Richtung. Ja, endlich. Das wurde jetzt aber auch Zeit. Gut. Schnecke und Türme scheint. Das ist mir relativ Wayne. Machen wir mal Flammatem. Du machst mal Kälteatem. Und du greifst einfach ganz normal an. Ja, mach halt. Deswegen habe ich Flammatem gemacht. Oktofuß greift an. Ja, das soll er mal machen. Oh, eins. Tot. Und tot. Sehr schön. Oh oh. Ach komm, alle drei vergiftet. Du elender kleiner Glückspilz, hey, alle drei vergiftet. So ein hässlicher. So, bin mal gespannt, wie viel kriegt denn die Motte immer dazu? 4. 3. 5. 6. 5. Ja, die Motte könnte einen akzeptablen Angriffswert erreichen, wenn das so weitergeht bei ihr. Denn es gibt auch tatsächlich Monster, die erhalten am Anfang extrem Angriffspunkte. Und dann lassen sie von jetzt auf gleich extrem nach. Und kriegen so gut wie gar nichts mehr. Sowas soll es auch geben. So, ich habe meinen lieben Grizzly, der ist einfach nur noch toll. Und wie es scheint, bekommt die Motte auch einiges an Stärke. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Gehen wir nach rechts. Hallo? Gamepad? Ah, jetzt geht er. Der hat auf einmal nicht reagiert. Warum hattest du nicht reagiert, Gamepad? Du bist... Hey! Schlimm, schlimm,
Schlimm. Dieser Sound. Mein Headset verrutscht. So. Ich würde mal sagen, hier speichern wir. Und machen dann im nächsten Part weiter. Also gut, Leute. Das war Let's Play Dragon Quest Monster für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.